und du bist auf dem Kanal von Tatort Technik gelandet. Heute soll es um den Works Landroid gehen, den ihr ja auch am Anfang schon gesehen habt. Und zwar nicht um den Works Landroid selber, sondern um eine Garage für den Works Landroid. Da gab es damals, da wo ich das gekauft habe, eine Aktion. Und da gab es die mit dazu und da habe ich mir gedacht, naja gut, warum denn dann nicht? Dann nehmen wir es halt mit. Das ist jetzt endlich gekommen und ich komme jetzt endlich mal dazu, das Video zu machen. Deswegen jetzt nochmal wieder ein Teil für den Works Landroid. Da folgt noch ein Teil, und zwar ein Making-of, wie ich dieses Stop-Motion am Anfang gemacht habe. Und dann folgt nochmal ein Fazit, wenn der Roboter dann wieder in Betrieb ist. Denn aktuell ist er nicht in Betrieb. Wir mussten ein bisschen im Garten umbauen und aktuell den Draht ein bisschen rausnehmen. Und deswegen läuft er aktuell nicht. Kleines Vorfazit. Der haut hin und der macht, was er machen soll. Mehr Details dazu gibt es dann im nächsten Video zum Fazit zum Works Landroid. So, heute geht es um die Garage und ich habe hier schon mal fröhlich aufgeschlitzt. Den Karten brauche ich euch ja nicht mehr zeigen. Die hatten wir ja schon gesehen. So, ich packe das ganze Ding mal aus. Schauen wir mal, was drin ist im Geschenkkarton. Ah, das ist praktisch. Man kann ja an der Lasche ziehen und dann kommt das ganze Ding gleich raus. Also das Ding ist auf jeden Fall riesig. So, den Karton brauchen wir erstmal nicht mehr. Dann schauen wir mal. Diesen Pappring brauchen wir auch nicht. Also gut verpackt ist das Zeug immer, das muss ich immer wieder sagen. Also hier ist was drin, das ist ziemlich schwer, ehrlich gesagt. Ah, okay, da sind einmal so Schrauben drin, mit denen man der Garage dann auf dem Boden festmachen kann. Und zwei doch recht große, schwere Stahlteile. Wofür die dann sind und wie man das montiert, zeige ich euch dann. Dann habe ich hier noch natürlich das Dach selber. Auch natürlich wieder in der Riegelpappe. Ich warte immer auf das Geräusch, wenn die Pappe auf den Boden fällt. So, schauen wir uns mal an. So schaut das gute Ding aus. Ist so weißer Kunststoff. Schaut ehrlich gesagt ganz okay aus. Ist jetzt nicht so hochwertig, wie ich es mir gedacht habe, aber auch für geschenkt. Normalerweise kostet das Ding so, ich glaube, um die 120 Euro. Macht auf jeden Fall Sinn. Kann ich euch sagen, jetzt aus der Erfahrung raus, was wir mit dem Roboter haben, macht das Sinn, wenn der Roboter irgendwo sich unterstellen kann, wenn es regnet, dass er nicht ganz so nass wird. Da muss man dann noch wahrscheinlich ein bisschen was modifizieren, damit der Roboter auch mitkriegt, dass es regnet. Also, dass das Wasser irgendwie auf den Regensensor tropft, das zeige ich euch dann aber alles. Das ist tatsächlich so ein weißer Kunststoff, wirkt recht stabil und hier ist dann so ein Holzfurnier drauf geprägt. Also wenn man da ganz genau hinguckt, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, weil die Kamera ein bisschen weit weg steht, dann sieht man hier so eine leichte Holzstruktur, eine Holzprägung, als wäre das Holz. Ist aber nur Kunststoff. So schaut es von der Innenseite aus. Also ihr seht schon, das ist so mit Waben gemacht. Einfach für die Stabilität, die kleinen Waben und die großen Waben, dass es in sich halt recht starr ist. So, das ist schon mal das Teil. Das stelle ich mal kurz hier auf den Rand. Dann haben wir, wie gesagt, diese Metallteile, die doch recht schwer sind, tatsächlich. Komischerweise. Voilà. Diese zwei Metallteile, die brauche ich dann auch nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Die Schrauben haben wir natürlich noch. Und dann haben wir hier die, ich sag jetzt mal, Füße für die Garage. Die schauen so aus. Ist auch wieder ein Kunststoff. So schauen sie von der anderen Seite aus. Also hier wird dann dieses Dach da eingefädelt. Ja. Hier ist ein kleines bisschen so Verarbeitungsfehler, aber ist jetzt auch nicht weiter dramatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so alles in allem ist das ganz gut verarbeitet. Es ist halt jetzt nicht das hochwertigste Plastik, aber für das, was es macht, reicht es aus. Und es sieht auf jeden Fall schick aus. Das kann man schon mal sagen, es sieht aus schon dutzendmal. Und dann schauen wir uns das zweite auch noch gleich an. Und das zweite schaut genauso aus. Da haben wir dann auch das Logo. Ich gucke mal, ob da was drin ist. Da ist nichts drin, kann auch weg. So, ihr seht schon, Works, da steht es nochmal drauf. Die wird dann unterm Strich so aufgebaut, so in die Richtung und dann kommt es da rein und das zeige ich euch jetzt gleich im Anschluss. So, dann schrauben wir das Teil doch auch gleich mal zusammen. Ganz witzig, es gibt tatsächlich keine richtige Anleitung, sondern nur auf dem Karton Hinweis, wie man es zusammenstecken muss.
Und da muss man selber ein bisschen probieren. Ich habe jetzt gerade auch schon mal probiert, aber irgendwie hat es nicht so ganz so geklappt. Und dann habe ich hier auf dieser Seite, das heißt so eine Nase, und habe ich gedacht, das müsste man irgendwie aufklappen. Habe es aufgemacht, habe es fast nicht mehr zusammengekriegt. Aber jetzt weiß ich besser, diese Dinger, hier gibt es das auch, nicht aufmachen, sondern einfach so lassen, wie sie sind. So, als allererstes kommen hier die Füße drunter. Und zwar sind das die Teile, wo das Ding hier drauf steht. Das ist eigentlich relativ, sag ich mal, selbsterklärend. Ja, das passt nur in eine Richtung. Ihr seht schon, da sind die Quadrate rausgestanzt. Und das passt dann da genauso rein. So, jetzt ist natürlich so, ihr müsst natürlich hier auf den Ausschnitt von der Ecke achten und hier auf den Ausschnitt von der Ecke achten. Das heißt, man kann es nicht falsch rum anstecken. Also, so rum wird es dann angesteckt. Das ist dann der ganze Fuß von der ganzen Geschichte. Dafür ist hier in der Tüte sind dann Schrauben drin. Mit den Schrauben schraubt man es dann einfach zusammen, ganz normal, von unten einfach rein. Also nicht mit denen hier, denn das sind die Schrauben, die man braucht, um das Ding im Boden zu verankern, sondern mit den ganz normalen Kunststoffschrauben. Die kommen hier von oben einfach so rein. Ich habe mich vorbereitet. So, und dann kann man hier von oben einfach mit einem Kreuzschraubendreher die Dinger festschrauben. Ganz wichtig, kleiner Tipp an der Stelle, macht es bitte nicht mit einem Akkuschrauber. Denn das Problem ist, wenn man mit einem Akkuschrauber Metallschrauben in Kunststoff schraubt, dann hat man es oft so, dass das zu schnell geht und das Kunststoff einfach kaputt geht. Deswegen empfehle ich euch, macht es ruhig mit einem Handschraubendreher, auch wenn es ein bisschen länger dauert. So, das montieren wir einfach mal schnell. Ich zeige euch das hier heute mal, weil das tatsächlich gar nicht so viel ist, was man da schrauben muss. In Echtzeit, wie lange das denn braucht. Und normalerweise würde ich es mir jetzt so hinlegen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Dann halte ich so fest und dann kann ich mir von hier mit Druck ordentlich draufschrauben. Dann habe ich nämlich hier schön Druck auf den Schraubendreher. Und ich ziehe es über Kreuz an. Das heißt erst hier oben, dann da unten, damit ich die Platte möglichst gleichmäßig in dieses Kunststoffprofil geschraubt bekomme. Wie gesagt, der ist tatsächlich gar nicht für drin. Ich gehe ein bisschen runter vom Tisch, dass ich einfach ein bisschen mehr Platz unten habe. Und dann schraube ich das einfach fest. Also, ihr seht schon die ersten zwei Schrauben fest über Kreuz und dann ziehe ich die zweiten Schrauben fest. Ich zeige euch dann auch natürlich noch, wie man das im Garten montiert. Zumindest mal so provisorisch, weil ich weiß tatsächlich noch gar nicht so richtig, ob ich meinen Roboter da stehen lasse, wo er aktuell steht. Ich bin immer noch sehr viel am Rumtesten und am Rumprobieren. Also soweit funktioniert der ganz gut und auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber ich weiß halt eben noch nicht, ob ich den da stehen lasse, weil der fährt halt bestimmte Modis. Also was heißt bestimmte Modis? Der fährt halt in eine bestimmte Richtung immer los. Und das ist für mich eigentlich die falsche Richtung, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich ihn auf die andere Seite stelle. Aber da schaue ich einfach mal. So, der erste Fuß ist montiert, so schaut es dann aus. So, ihr seht, dann steht er nämlich auch schon. Hier in die großen Löcher kommen dann später diese Schrauben rein. Und die werden dann so in den Boden verschraubt. Ich stelle das erste Ding mal auf die Seite, nehme das zweite Ding, dann müssen wir das gleiche im Prinzip nochmal machen. Also ihr seht schon, da ist eine Fräsung, da ist eine Fräsung, da sind die Quadrate. Also muss es dann natürlich nicht so drauf, sondern auch nicht so drauf, sondern da muss man sich das halt dementsprechend in die Richtung drehen, dass man das dementsprechend so drauf bekommt. Ja, also man kann es nicht falsch machen. Dadurch diese Quadrate und durch die Aussparungen ist es eigentlich nicht möglich, dass man es irgendwie falsch zusammenschraubt. So, die vier Schrauben kommen wieder rein. Was ich sehr faszinierend finde, ist, dass da noch ein paar Schrauben mehr mit drin sind, denn das Dach selber, das zeige ich euch gleich dann nochmal, wird dann nämlich von oben auch nochmal verschraubt. So, ich lege das wieder so hin, dass ich wieder an die Schrauben rankomme. Und da mache ich es genauso, wie ich es vorher gemacht habe. Ich mache es über Kreuz. Auch hier wieder, wie gesagt, macht es einfach mit der Hand. Das hat sich einfach bewährt, dass wenn man den Kunststoff schraubt, dass das Kunststoff einfach nicht kaputt geht, wenn man es mit dem Akkuschrauber reinschraubt. Ja, ansonsten denke ich mal, das Ding ist ein solides Teil, so wenn ich das jetzt so beurteilen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es, wenn ich es mir kaufen müsste, ob ich es mir wirklich kaufen würde. Höchstwahrscheinlich schon, aber oder ob ich mir dann so eine aus dem Zubehör, oder da gibt es ja auch noch so eine erweiterte, die man auch irgendwie noch aufmachen kann und so. Das wird die Praxis zeigen, sage ich ganz ehrlich. Ob das dann was taugt oder nicht, das sage ich euch dann auch im Fazitvideo, wenn ich das dann produziert habe. Das braucht einfach noch ein bisschen. Und sobald ich da eine Info habe oder das einschätzen kann, werde ich das in das Video einfach mit dran klatschen. Wie gesagt, jetzt kleines Pre nochmal, was gibt. Es gibt hier zu dem Video ein Making-of. Und zwar hauptsächlich zu dem Stop-Motion.
Denn da steckt echt eine Menge Arbeit drin und dass man das einfach mal sieht, wie das so läuft. So, das ist der zweite Fuß. Jetzt kommt das Dach rein. Ich werde das jetzt so machen. Ich lege mir das jetzt hier so hin, werde mir das Dach so nehmen und werde das dann hier so einfügen. Da muss ich mal gucken. Das kann tatsächlich sein, dass es da irgendwie eine Richtung gibt. Das sieht so aus, ja. Ja, wie man das Kunststoff da reinmacht. Aber im Prinzip ist es relativ selbsterklärend. Man sieht dann hier innen drin, ich schau mal, ob ich das gezeigt bekomme, man sieht dann hier innen drin so Quadrate und die passen genau in die Quadrate rein. Ja, und dann einfach mit ein bisschen Druck von oben, dann sitzt das soweit schon mal ganz gut und jetzt müssen wir den zweiten Deckel oben drauf legen. So, das heißt, entweder wir legen den oben drauf oder ich glaube, die bessere Variante ist wirklich, wenn wir es erst von der ersten Seite festschrauben werden. Dafür drehe ich mir das ganze Ding hier so auf die Seite, drücke nochmal ordentlich alles zusammen. Und da sind halt noch mehr solche Schrauben drin. Und die werden jetzt von hier in die Löcher durchgeschraubt, damit es einfach stabil ist und damit es einfach fest ist. So, jetzt schaue ich mal, wie ich es am gescheitesten mache. Am besten wahrscheinlich einfach auf dem Schraubendreher drauf machen. Und dann einmal durch, genau, das funktioniert auch gut. Und dann ziehe ich es einfach fest. Auch hier wieder, da kommt man mit dem Akkuschrauber gar nicht rein, macht es einfach mit dem Handschraubendreher. So, 1, 2, ich schätze mal, es sind 3 Stück pro Seite. Das haut auch genau hin mit den Schrauben. Ja, sonst will es nicht. Nummer 2 und die dritte, wie gesagt, ich mache mir das halt immer so auf den Schraubendreher drauf und dann schiebe ich es einfach so durch und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Braucht jetzt auch nicht den fettesten Schraubendreher, weil man kommt halt dann sonst nicht durch diesen Schlitz zwischen. Und jetzt schaue ich gerade, jetzt hackelt es halt ein bisschen. Ich muss jetzt hier mit dem Finger das quasi ein bisschen hochdrücken, dass das hinten in das Loch gescheit nahe kommt. Ist halt Kunststoff. Kunststoff tut sich halt auch ein bisschen einfach verziehen. Deswegen hier einfach mit dem Finger drunter halten und das Thema ist halt so. Das war's schon. Seite Nummer 1 wäre fest. Also so kommt das dann. Jetzt nehme ich die zweite Seite. Und da werde ich es wahrscheinlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ich habe es vorher nicht ausprobiert. Also ich habe nur so mal grob zusammengesteckt, aber noch nicht so zusammengeschraubt. Jetzt schaue ich mal, wie ich das jetzt hier am gescheitesten mache. Aber so geht es ganz gut. So von oben, das passt tatsächlich nur in eine Richtung. Das schaut ganz gut aus. Dann drehe ich es mir wieder auf den Kopf, damit ich wieder schön an die Schrauben rankomme. So, schauen wir mal schnell. Das dürften dann wahrscheinlich, auch 3 Stück sein, ja. Ja, passt sogar auf Anhieb. Also brauche ich tatsächlich gar nichts nachdrücken oder nachziehen großartig. Und 1. Wie gesagt, das gibt es auch in so einer Schiebevariante. Ich muss mal gucken, vielleicht bohre ich da auch noch ein Loch durch für den Drehsensor oder lege einen Schlauch runter oder irgendwie, dass der Roboter einfach mitkriegt, dass es regnet. Aber trotzdem irgendwie vom Wasser geschützt. Also ich habe da so auf YouTube so ein paar Videos auch gesehen, die halt sagen, sie hätten Probleme mit der Garage. Und dann habe ich mir halt ein bisschen im Kopf darüber gemacht, wie man das Problem halt einfach lösen könnte. Und entweder man macht es mit einem Schlauch oder man bohrt in ein Loch rein oder das weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig. So, hier muss ich auch wieder ein bisschen randrücken und ein bisschen hoch. So. Geht jetzt schon wesentlich straffer, muss ich sagen, aber ist die andere Seite. Ist ja halt vom Kunststoff, je nachdem wie das halt gefertigt ist, dementsprechend. Leicht und schwer geht es dann halt einfach rein. So, nochmal eine. Nochmal nachziehen. Und voilà, fertig. So schaut das gute Teil dann aus. Das ist die Garage. Ihr kommt so hin, dass der Roboter so reinfahren kann und so quasi ausschwenken kann. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Hinterlasst ein paar Kommentare, wenn ihr noch was für das Fazit wissen wollt, noch Fragen habt. Dann immer gerne rein damit. Ich schaue, dass ich das dann alles berücksichtige, wenn es rechtzeitig kommt und ich das noch nicht gedreht habe. Schaut auch gerne ins Making-of rein. Da müsst ihr jetzt oben dann in der Infobox was verlinkt sein. Ich verlinke es euch aber unten auch nochmal.
Und schaut euch das Making-of an, wie ich so diese Videos drehe. Und in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Ich mache nicht so oft Videos, Kommentare nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Arrivederci, ciao.